Haithabu was once a major Viking settlement. Today, the reconstructed houses and the museum attract many visitors. From the 9th to the 11th century, Haithabu was an important trading center, easily accessible between the North Sea and the Baltic Sea at the end of the Schlei. It is also an important location for archaeologists. Der Fundplatz Haithabu ist einzigartig für Archäologen. Haithabu wurde nie wieder bebaut und insofern können die Archäologen hier geradezu aus dem Vollen schöpfen. In über 100-jähriger Forschungsarbeit hat man so viele Funde gemacht, dass viele Themen, die die Wikingerzeit betreffen, hier in Haithabu geradezu befördert worden sind. The museum near the Viking settlement presents many valuable exhibits. The museum is particularly proud of one object. Einer der zentralen Funde in Haithabu ist mit Sicherheit das Kriegsschiff aus dem Hafen, das 1979 dort ausgegraben wurde. Es ist eines der schnellsten und größten Schiffe, das man aus der Wikingerzeit kennt. Die Menschen im frühen Mittelalter im Norden waren das erste Mal in der Lage, seegehende Schiffe zu bauen. Und mit diesen Schiffen wollten sie natürlich auch weitreichende Handelsfahrten unternehmen. Und an dieser Stelle hier bot es sich dann an, dass der zentrale Handelsort sich etablierte, Haithabu. After the site was used as a trading port for almost 300 years, the settlement activities were transferred to the northern banks of the Schlei in Schleswig. Haithabu wurde uninteressant und wurde verlassen. Das sind wahrscheinlich machtpolitische Gründe, die dazu geführt haben. Over the centuries, the people probably did not even know that this important trading center of the Vikings was located within the 1.3 kilometer long and almost 10 meter high semicircular wall. But then it was discovered by the Danish researcher Sophus Müller at the end of the 19th century. Haithabu lies, so to speak, on the transit route of early medieval trade between the North Sea and the Baltic Sea as the central trading port. While the original finds are exhibited in the museum, experimental archaeology is presented at the Viking houses. Dort sind über das Jahr Handwerker tätig, die unseren Besuchern zeigen, wie die originalen Funde ursprünglich hergestellt wurden oder auch, wie sie benutzt wurden. Das ist eigentlich ein ganz interessanter Vermittlungsaspekt. Not all of the finds that were discovered at Haithabu are exhibited. Many of them are kept in the magazine for continual research. Also es fängt damit an, dass man oftmals eine Schublade im Magazin aufzieht, guckt. Man muss sich einfach in dieser Sammlung auskennen. Also wir haben Tausende von Metallfunden, wir haben Hunderttausende von Keramikscherben. Und das Ganze ist dann eben schon recht aufwendig, manchmal auch so eine Glückssache. Und dann sucht man einfach nach den Objekten, weil eben zahlreiche Objekte noch nicht entsprechend ausgewertet oder auch erfasst sind. Man braucht viel Zeit, aber es ist natürlich auch durchaus sehr faszinierend. Man muss also das Fundmaterial einfach im Überblick haben, sortieren. Dieses Bronzeobjekt ist ein Steigbügelbeschlag. Das ist schon mal publiziert worden vor 50 Jahren. Über zahlreiche Neufunde solcher Beschläge wissen wir, dass es sich dabei um Reitzubehör handelt. Mit der Entwicklung der archäologischen Forschung an verwandten Plätzen bekommen wir oftmals Informationen, die uns auch eben eine völlig neue Sicht vermitteln. Adjacent to Haithabu, there is another important archaeological site, the Danewerk, a large fortification from the past. The Danish rulers thus demarcated themselves to the south. It was also a protective wall for Haithabu's trade. Die ersten Wälle waren ungefähr 2 Meter hoch mit dem Wallgraben davor. Wir können aber sehen, dass sie relativ schnell ausgebaut worden sind. Im Laufe der Wikingerzeit wird dann sogar eine fast 4 Kilometer lange, 3 Meter hohe, 3 Meter tiefe Feldsteinmauer vor ein Teil des Hauptwalls gebaut. 20 Millionen dieser Feldsteine wurden hierher geholt, einzeln zugehauen und eine 4 Kilometer lange und
3 Meter hohe Mauer damit gebaut. Das ist eine unglaublich beeindruckende Leistung gewesen. Und im Hochmittelalter, das ist die letzte große Ausbaustufe des Mittelalters, wird dann die Waldemarsmauer gebaut, die aus Ziegelsteinen besteht. Das Material ist absolut neu in der Region. Die Technologie importiert man vermutlich aus der Lombardei und baut hier damit eine 4 Kilometer lange und 5 bis 7 Meter hohe Ziegelmauer mitten in einer Heidelandschaft. Es muss ein unglaublich beeindruckendes Bauwerk gewesen sein. Und wir können feststellen, dass man immer state of the art gewesen ist. Ein lustiges Detail an der Erforschung des Dannewerks ist, dass man tierische Helfer dabei hat. In allen Maulwurfshügeln, wo die Waldemarsmauer gestanden hat, findet man heute noch solche kleinen Ziegelreste. Dadurch hat man berechnen können, wie lang die Waldemarsmauer tatsächlich gewesen ist. In the 13th century, the Dannewerk lost its significance as a defensive structure, because rulership in the areas of Schleswig and Holstein slowly merged. This remained so for many centuries before the Dannewerk was reactivated in the 19th century, during the national conflicts between Germany and Denmark. Und ab 1867 gehörte dieses Gebiet und damit auch das Dannewerk zu Deutschland. Und man kümmert sich mittlerweile gemeinsam, sowohl dänische Archäologen als auch deutsche Archäologen, um das Dannewerk, das ja dann auch gemeinsam mit Heiterbu Teil des UNESCO-Welterbes geworden ist. Heute ist dieses Denkmal nicht länger eine Grenze, sondern eher etwas Verbindendes, eine Brücke. Wir arbeiten gemeinsam daran, dieses zu erhalten und dieses zu vermitteln. Hi. From the early years of the EAA, excursions have been very important in our annual meetings. They were more than just excursions. Actually, they were field sessions in which local archaeologists had the opportunity to present their archaeological data and results to people from many different places throughout Europe and beyond, thus creating also the opportunity for expressing what is the contribution of archaeology to a full understanding of human past, our present and our future, thus creating also an opportunity to produce a bigger picture of what European archaeology means.